Wann war denn für Sie der Punkt gekommen, wo Sie für sich das Gefühl hatten, es geht nicht mehr, ich kann mich nicht verweigern, also ich muss jetzt auch in die RPG, ob mir das passt oder nicht? Naja, es war 1958. Wir hatten eine sehr gute Ernte und das Soll wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und im Ort, es bestand schon eine Typ 3, aber eine kleine. Und die war eben, man kann sagen, verrufen. Also die war eben die Leitung schlecht und die brachten überhaupt nichts zu welcher. Und auf einmal, mitten in der Ernte, haben sich die meisten hier entschlossen, Typ 1 zu machen. RPG Typ 1. Und habe ich mit meinem Bruder unterhalten und darüber diskutiert. Und wir können es doch weitermachen und so weiter. Und dann war der Einfluss eben so groß, dass ich mich eben dann als Letzter noch dazu entschlossen habe. Alleine hätte ich nicht existieren können im Ort. Das wäre nicht gegangen. Wie lange muss man sich den Zeitpunkt vorstellen? Also 1958 sind Sie in die RPG gegangen. Wann ging es hier los? Also war das 50, 51 oder erst nach dieser Parteikonferenz 52? Naja, das war nach der Parteikonferenz. Vorher hat man sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Und da war es eben auch sehr schlimm. Da wurde uns schon immer gedroht und alles. Und auch an den damaligen Mitarbeitern wurde rumgehetzt und gemacht. Und nach dem Tod von Stalin und nach dem 17. Juni war alles wie besser, wurde es besser. Da war die bin ich zum Beispiel nach Leipzig gefahren auf der Landwirtschaftsausstellung. Da habe ich mir einen Sackaufzug gekauft und dann später dann eine Melkmaschine und auch ein Dunglader, was große und ein paar Hänger, was uns sehr viel Vorteile gebracht hat. Aber natürlich hat das alles viel Geld gekostet. Und dann, wo es LPG wurde, wurde das sehr gering geschätzt und mein Geld war fort. Die eben nichts gekauft hatten, die waren dann besser dran wie ich. Es war eine Gleichstellung, egal wie man ja, vorher... Ja, ganz gleich, ja. Es gab ja noch nicht wenige Bauern, die Haus und Hof verlassen haben und in die Bundesrepublik übergesiedelt sind. Wie hat sich das hier bemerkbar gemacht? Gab es das hier auch? Im Ort nicht, aber in Osthausen, da sind mehrere Bauern, sehr gute Bauern, mussten fort, weil sie eben nicht mehr zurechte kamen, weil das systematisch so gemacht wurde, dass die großen Bauern eben ihr Soll nicht mehr bringen konnten. Und da ging es nicht mehr. Und da hat man sich schon seine Gedanken gemacht, gell, und hat sich gedacht, na, wo wird das noch hinführen? Und die Funktionäre, die RPG dann geführt haben, waren das die gleichen, die vorher die Werbeveranstaltungen durchgeführt haben? Oder was waren das für Menschen? Was hat die qualifiziert für diese Arbeit? Naja, also die Werbung gemacht haben, das waren Instrukteure, die waren eben darauf getrimmt, uns zu bearbeiten und zu beeinflussen. Aber die Vorsitzenden, das waren zum Teil auch Bauern, aber auch zum Teil die politisch sehr engagiert waren für den Sozialismus.